Hallo, grüße euch, Paraguay Live. Ich bin der Pet und wie immer liebe Grüße aus Paraguay. Heute etwas bewölkt, aber ganz, ganz warm. Und heute sprechen wir über Flugverbindungen. Ja, also zwischen Europa und Südamerika, genauer genommen Paraguay. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Also vielen, vielen Dank wieder für die zahlreichen Fragen. Natürlich, eine der wichtigsten Fragen ist natürlich, wie kommt man überhaupt nach Paraguay? Welche Flugverbindungen gibt es? Und deshalb, in diesem Video erzähle ich euch etwas über die Flugverbindungen, als auch gebe euch meine persönlichen Tipps, okay? Also bleibt einfach dran. Also noch vor ein paar Jahren waren wir wirklich schlecht dran. Was heißt schlecht? Also jeder Flug dauerte 20, 25, fast 30 Stunden manchmal. Also das war wirklich ermüdend. Kurzer, geraume Zeit gibt es wirklich eine gute Flugverbindung, die ich euch empfehlen kann. Und zwar Direktflug von Asunción, also von der Hauptstadt Paraguays, nach Madrid. Da sind wir schon in Europa und das ist ja schon mal wichtig. Also der Flug wird durch die Fluggesellschaft Air Europe betrieben und es dauert ungefähr auch 12 Stunden, 1,5 bis 12 Stunden, je nachdem wie die Windverhältnisse sind. Also ganz nett, man kommt direkt von Asunción nach Madrid, die Hauptstadt Spaniens übrigens, ja. Und von da aus natürlich gibt es auch direkte Verbindungen nach Deutschland bzw. auch nach Polen und auch natürlich in die anderen europäischen Städte. Meine Frau Margaretchen ist zuletzt auch geflogen und war mehr als zufrieden. Also wie gesagt, Asunción Madrid und von Madrid direkt mit der gleichen Fluggesellschaft, was auch wichtig ist, was zum Beispiel ein Gepäck angeht. Ja, und auch grundsätzlich die Sicherheit des Fluges. Also ich bevorzuge immer, wenn eine Fluggesellschaft ist. Ja, da hat man also kaum Probleme mit Verspätungen, Streiks und so weiter. Also immer lieber eine Gesellschaft. Von daher Asunción, Madrid und Madrid direkt nach Frankfurt. Es gibt übrigens auch Direktverbindungen, das heißt Asunción, Madrid und von Madrid direkt nach München. Ja, also einfach kleine Empfehlung. So, darüber hinaus gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Seiten, wo ihr im Prinzip googeln könnt. Also einige von diesen Seiten werde ich euch unten in der Beschreibung gerne verlinken. Da sind Seiten zum Beispiel wie Free for Fly, oder Kajak und andere Seiten, die auch relativ preiswerte Flüge anbieten. Es gibt natürlich auch, klar, British Airways, Lufthansa und so weiter, Air France und so weiter und so fort. Hier aus der Seite, also aus unserer Gesicht gesehen, gibt es auch die Fluggesellschaft LATAM, also LATAM, die entstanden ist aus TAM, also praktisch brasilianische Fluggesellschaft, und LAN, das war die chilenische, da haben sie sich auch zusammengetan. Also da könnt ihr auch gerne anschauen und reinschauen, sage ich mal, um günstige Flüge zu bekommen. Ja, ja, sonst, wenn man nicht den Direktflug nimmt mit Air Europe, kann man natürlich auch über São Paulo bzw. Buenos Aires fliegen. Also es gibt Direktverbindungen zwischen Deutschland, sage ich mal jetzt grundsätzlich Frankfurt, nach Sao Paulo und auch München, Sao Paulo. Da hat man natürlich aber auch den kleinen Nachteil, dass es halt immer die Zeiten nicht so toll sind. Und wisst ihr, ich weiß nicht wie ihr, aber wenn ich aus dem Flieger aussteige, nehme mal den Flug Frankfurt, Sao Paulo. Da bin ich da ziemlich müde. Also ich kann ja kaum gut in dem Flieger schlafen.
Und man kommt in Sao Paulo an und wartet da vielleicht 4, 5, 6 oder 7 Stunden auf den relativ kurzen Flug zwischen Sao Paulo und die Hauptstadt Paraguays, Asunción. Das sind ungefähr 1,5 Stunden. Und dafür muss man 6, 5 oder 7 Stunden warten. Und das ging mir immer auf die Nerven. Ja. Viele von euch sicherlich bevorzugen die Lufthansa. Klar, ist nicht die billigste, aber der Service ist natürlich bekannt, dass es normalerweise sehr gut ist. Ich bin zuletzt auch mit der KLM geflogen. Also es funktioniert auch einwandfrei. Das heißt also im Prinzip Asunción, São Paulo, São Paulo, Amsterdam und Amsterdam, Warschau. Funktioniert sehr gut und vor allem die Wartezeiten waren auch nicht so lange. Auch für diejenigen, die, sage ich mal, aus Norddeutschland kommen, vielleicht wäre da auch eine Alternative für euch. Müsst ihr einfach mal reinschauen, okay? So, zum Schluss möchte ich gerne von euch erfahren, welche Fluggesellschaft bevorzugt ihr? Ihr persönlich, ja. Fliegt ihr immer mit der gleichen Fluggesellschaft? Könnt ihr da Meilen sammeln? Oder welche Erfahrung habt ihr denn gemacht? Gibt es auch exotische Fluggesellschaften, die vielleicht auch funktionieren und nicht so teuer sind? Welche Fluggesellschaften bevorzugt ihr? Einfach unten sich bitte an den Gesprächen beteiligen und gerne mitteilen, womit ihr fliegt. Interessiert mich einfach, ja? Man sammelt auf die Art und Weise logischerweise Erfahrungen, die man nachher weitergeben kann. Apropos weitergeben, einfach das Video teilen an die anderen Freunde, Bekannten, auch an Social Media, also Facebook, ja, Twitter und andere. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Video. Mach's gut, ciao, ciao.